Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut sie Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 21:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Keine Goethe, keine Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Denn ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104, wo der Killer aus Manhattan Zyankali-Suppe kocht. Für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelocht. Ich muss alles miterleben, denn das Beste ließ sie laut. Ich liege zitternd neben ihr und hab ne Gänsehaut. Denn ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar. Bei dem Mixer an der Theke bin ich Dauerabonnent. Bei ihm bleib ich so lang, bei mir zu Haus das Licht noch brennt. Denn ohne Mimi geht der Krimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alhol.